Stadtsächer Potsdam gegen Finnland 3:1. Glückwunsch an Trainer und die Mannschaft für den endgültigen Klassenerhalt in der Oberliga. Dominik, es ging für euch darum, den Klassenerhalt ganz sicher zu machen. Es war eher unwahrscheinlich, dass da noch was kommt, aber jetzt ist man sicher. Auch insgesamt natürlich, wie immer, das Spiel zu gewinnen, gut zu gestalten. Wie hast du das erlebt und gesehen? Ja, am Anfang waren beide Mannschaften ziemlich defensiv, wenig Torchancen erarbeitet. Und dann fällt etwas glücklich vielleicht für uns das 1-0. Ist ein bisschen der Knoten geplatzt. Wir machen gleich das 2-0 hinterher. Läuft dann eigentlich super. Dann kriegen wir ganz dumm das 1-2. Da müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen zittern. Haben dann aber trotzdem den Faden nicht verloren. Und am Ende, muss ich sagen, haben wir das 3-1 gemacht. Und ich finde, anhand der zweiten Halbzeit auch verdient dann am Ende gewonnen. Kannst du sagen, wie die Tore entstanden sind? Das 1-0. Ich fand davor, vor dem Tor, war ein Elfmeter. Er gibt mir einen leichten Gehfehler, ich schlag mir hin in die Ferse. Danach war ich eigentlich kurz aus dem Spiel, kriegt der Stanley einen super Pass aus der Tiefe und wir laufen zu zweit auf den Torwart zu, er legt mir quer, ich schiebe ins leere Tor. Kann ich eigentlich nur Danke sagen an Stanley und den super Passgeber. Ja, wie geht es jetzt für euch weiter? Wie es für uns weitergeht? Jetzt haben wir die endgültig geschafft, die Klasse zu halten. Es ist rechnerisch nicht mehr möglich, auf einen Abstiegsplatz zu gelangen. Und dementsprechend können wir an die Saison eigentlich einen Haken hinmachen. Wir möchten aber trotzdem die letzten zwei Spiele fürs Team und für die Fans und auch für unsere Betreuer, die ja jahrelang schon ihr Bestes geben, für die möchten wir die Spiele auch gewinnen. Und als Fußballer, wie gesagt, wenn man auf dem Platz steht, die 3 Punkte holen und ja, die letzten zwei Spiele gut gestalten. Die nächsten zwei Spiele, die hast du angesprochen, das allerletzte Spiel, Heimspiel, wird ja dann vielleicht das letzte Heimspiel im Holzhofstadion sein. Kannst du sagen, inwiefern das eine besondere Bedeutung hat? Ja, ich sag mal so, der Holzhof ist ehrwürdig. Ich spiele jetzt selber seit 4,5 Jahren hier. Wie man anhand vom Stadion erkennt, ist das Stadion schon ziemlich lange hier. Hier sind schon viele andere gerannt und haben gekämpft und haben gefeitet und geschwitzt. Und ich denke, es hat schon verdient, dass im letzten Spiel gegen Reutlingen auch nochmal die Fans in Pforzheim einfach Menschen nochmal hierher kommen und einen gebürtigen Abschied feiern von diesem Stadion. Und da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir das mit dem Sieg beenden können, die Ära hier. Dominik, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Danke, gleichfalls. Ciao.